Jetzt schaut doch eh noch keiner, wenn's live ist. Du kannst auch so eine geile Intro-Melodie da drüber legen. Nee, wir brauchen irgendwie so drei, vier Töne. Über das Haushalt. Tja, jetzt, Jeff, es geht los. Geht los. Krieg ich ja, Jeff. YouTube-Link. Willkommen zur Show. Also ich das war super, Jeff. Ja, das ist der erste deutsche Webcomic-Live-Podcast mit Zeichnen und Zeichnern. Der Host ist Jojo Wittelmann, ich bin der Gast, Jeff von Spinken und Tomina. Und dann ist da noch Tim, bekannt als Doppeltim, Tim Gehtke. Ja, ich weiß nicht. Also, wir müssen auch unsere Getränke zeigen. Oh, Getränke? Ich trinke heute Abend ein Oettinger Malzbier. Hey, Kamera zu mir. Ja. Ich trinke ein echt Schlenkerler Rauchbier. Schmeckt nach Rauch. Und Schinken. Das ist auch Freund. Ich meine es eigentlich nicht. Kannst du noch ein Bild machen? Okay. Ach, scheiße, das ist für den Zuschauer jetzt bestimmt voll toll, wenn man zwischen den Bildschirmen hin und her springt, je nachdem, wer gerade spricht. Ja, da können die dann gleich sehen, was wir alles zeichnen. Das ist doch gut. Ja, das ist, ja. Lasst uns ganz viel durcheinander reden. Bild zur Stimme, das ist doch gut. Ganz epileptisch. Ich finde es auch gut, dass mein Computer jetzt gerade geht, weil letztens ging es alles noch nicht, ist immer alles abgestürzt. Kann auch sein, dass es wieder passiert und ich irgendwann weg bin, dann bin ich aber wieder da. Wir bleiben hier. Was zeichnest du, Tim? Hm? Was zeichnest du heute? Ich zeichne die dritte Seite von Mondo. Ja, es ist Mondo damit offiziell angekündigt quasi. Oh ja, verdammt. Und schon gespoilert, das kauft niemand mehr. Es wird Mondo geben. Was ist? Was zeichnet Tim? Tim zeichnet Mondo. Immer noch. Immer noch. Immer noch, jetzt, wenn ihr fertig seid. Wirklich? Nein. Jojo mit seinem scheiß rechteckigen Pendelrahmen. Ja, das geht schnell. Warum zeichnest du auch per Hand? Das sieht hässlich aus und dauert nicht. Das sieht out aus. Uneckig sieht's aus. Das stimmt. Dürfen die Zuschauer eigentlich auch Fragen stellen? Machen wir sowas Interaktives? Es muss ein Hashtag geben auch. Ja, ich habe, glaube ich, einen gegeben, Webcomic Pit. Das war ein sehr kurzer Hashtag. Aber erstmal schön lesbar, nicht immer nur so Abkürzungen. Stellen. So steht Dimisha, der AFK gegangen ist und den Raum verlassen hat. Dimisha ist bestimmt zu den normalen Zuschauern gegangen. Was heißt AFK? AFK heißt Away from Keyboard. Und früher das normales heißt auf Klo. Was das gleiche ist eigentlich. Ich hüstel mal, dass ich auch wieder ins Bild komme. Ja, ich muss man auch erst lernen, so beim Zeichnen zu reden. Beim Zeichnen zu reden, man ist immer so ja. Wobei, ich weiß gar nicht, also beim 24-Stunden-Comic-Tag bin ich ja auch irgendwie ganz gut. Du kannst Moderator sein, Marianne. Ja, moderiere, Marianne. Kannst du mal hinweisen, was wir gerade machen? So ja, Jojo zeichnet gerade. Das Dumme daran, wenn Marianne Moderator ist, dass sie uns ja gar nicht hört, sondern nur Jeff. Ja, das ist das Beste, Marianne, dass sie die gar nicht hört. Das wird die Jeff-Show. Nee, jetzt sind keine Bohnen mehr. Na, guck mal, bei Tim ist auch eine Bohne. Hä? Ja, die sehen was so bohnenförmig aus. Drogen? Bohnen. Bohnen. Ja, Drogen. Ich glaube, Bohnen sind auch gerade innen, oder? Bohnen sind voll im Kommen. Aha. Woran macht ihr das fest? Stand es auf Pitchfork, oder? Das weiß man da auch. Oh, jetzt bin ich da! Ja. Warum? Ist schon abgeschminkt? Nee, ich habe das nicht erwartet. Die Marianne! Ich hatte gerade Breath of Pieces. Ich höre überhaupt nicht, was die du sagen. Du hörst gar nicht, was die sagen. Wahrscheinlich lächelt die ganze Zeit.
Ich habe jetzt übrigens angekündigt, wir wären der erste Webcomic-Cast. Stimmt das? Deutsche. Das klingt gar nicht so. Der erste mir bekannte Zeichen-Cast. Auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die Zwerchfell-Leute dazugehören, aber eigentlich nicht, oder? Die Zwerchfell-Leute, die labern ja überhaupt nicht mehr über Comics. Das stimmt. Das ist ja, stimmt. Ist völlig am Thema vorbei. Und wir werden ja die ganze Zeit nur über Comics reden. Aber hallo. Nee, also wir produzieren dabei. Wir sind der erste live produzierende Cast. Ja, wir reden nicht nur, wir machen was. Das ist doch, was man sich wünscht. Ja, cool. Machen wir eine Maximallänge, bis Jojo fertig ist. Fertig. Ich weiß nicht. Wir können ja so nach einer Stunde oder so mal anpeilen, oder? Der ist doch schon sehr leise, wenn wir alle zuhören. Ja. Ja. Ich atme immer extra laut, dass das Bild auch mal zu mir schaltet. Ah ja. Ja, man braucht, Juli, du atmest immer sehr laut. Man braucht wahrscheinlich echt so Hintergrund-Fernsehgeräusche, damit man... Ja, das ist sehr gemein. Aber schaltet das Bild doch zu mir manchmal? Ich weiß es jetzt, nicht. Ja, also, jetzt. Warte, okay, aber jetzt bei mir nicht, passiert das nicht. Jetzt nicht mehr. Warte, bist du im Bild? Ja, darf das passieren. Kann man eigentlich selber, wenn man selbst im Bild ist? Weil ich sehe mich nicht. Also. Ja, darum habe ich ja gefragt. Ja, ich glaube, man sieht sich nicht. Nee, man sieht nur das, was du zeichnest. Ja, ist schon klar, aber selbst das sieht man nicht. Ich sehe es natürlich, aber... Wie kam es zu dieser Idee, Jojo? Ich kam raus aus der Materie. Jetzt stellst du auch noch schwere Fragen, ich weiß nicht. Ja, du hast ja irgendwann so ein Hangout gemacht einfach. Ja. Zwei Tage. Stimmt. Und dann hast du den übernommen, Jeff, soweit ich mich erinnere. Und du wolltest profilieren von meiner Berühmtheit. Ja, stimmt. Weil du es ja gepostet hast. Ja. War denn die Frage, machen wir jetzt schon eine Origin-Folge? Origin-Folge? Pilot-Folge, meinst du? Origin-Podcast. Stimmt, eigentlich müssen wir das erst in 20 Jahren, dürfen die Leute dann fragen, ja, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, wenn wir dann reich und berühmt sind und Geld damit verdienen. Ich habe auch extra fast einen halben Monat gewartet, um zu erklären, warum mein Blog Spinken und Tomina heißt. Warum heißt denn dein Blog eigentlich Spinken und Tomina? Ja, erzähl doch mal, Jeff. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das stand mal an einer Wand in der Schule. Das fanden wir lustig damals. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Und ich weiß nicht, ob ich es vielleicht nur in Spinken umbenenne beim Relaunch, weil es sowieso überall steht und niemand Tomina sagt. Das ist die langweiligste Origin-Story. Ja. Jetzt sehen die ganzen Leute ja, dass ich hauptsächlich eigentlich nur Copy and Paste mache. Ja. Das sieht man auch an den Comics sowieso, ja. Ich glaube, die normalen. Für manche bricht hier bestimmt ein Weltbild zusammen. Also, ja, wahrscheinlich. Der zeichnet ja gar nicht richtig. Der zeichnet es immer alles nochmal neu. Genau auf die Dichte, genau gleich. Gibt es jetzt schon ganz viele Leute, die jetzt twittern und trenden und. Comicgate hat uns retweetet und Flausen gerade auch. Oh Mann. Glaub, nicht, dass die uns zuschauen. Aber 12 Zuschauer hatten wir noch nie. Wird das nur schwarz-weiß eigentlich, dein Mondo, das Mondo-Dings? Ja, das wird. Es hat eine Graustufe. Graustufe sozusagen, ja. Wir verraten nicht welche. Wir verraten nicht welche. Ich sehe, 50% ist das doch, oder? Das sehe ich doch. Nee, Jojo. Auf keinen Fall 50%. Ich muss irgendwas anderes sein. So. 50% sieht immer so langweilig aus, da konnte man sich dann nicht entscheiden. Meine Hose. Jeff sucht seine Hose und stößt dabei die Gitarre hoch. Was heißt denn eigentlich nur schwarz-weiß? Ich meine, da ist sogar schon eine Graustufe dann. Nein, ich dachte, vielleicht wird es ja noch bunt oder so, wie dein 24-Stunden-Comic. Ja, der war schon echt farbenprächtig. Da habe ich mal echt aus mir raus. Aber er war bunt. Sind ja immer noch in der Vorzeichnung. Ich mach schon schwarz. Ihr müsst mehr Copy and Paste, dann geht das viel schneller. Die Sarah hat das jetzt zum Beispiel auch raus, wenn ihr heute ihren Blog gelesen habt. Das ist nur, wenn man nicht in jedem Panel das gleiche zeichnen will, ist Copy and Paste. Dann Comics passiert irgendwas. Ja, du musst dann die Geschichte auch anpassen, das stimmt. Dass in meinen Comics mehr passiert als in deinen, das ist schon mal irgendwie ein Novum, aber... Aha. Und da hängt es dann. Vor allem kann ich dann dabei nicht reden, sondern ich muss
Ja, das ist hart immer. Ich muss quasi die Dialoge euch jetzt so ein bisschen vorreden, um zu gucken, ob die sich anhören wie etwas, was ein 90er Junge auf dem Schulhof sagen würde. Das ist doch sowieso auch die Idee, oder? Das ganzen Dings hier, dass wir auch uns gegenseitig kritisieren beim Zeichnen. Ja, ich finde es alles doof, was du machst. Das ist gut, Jim. Ich fange nochmal neu an, okay. Ich habe alles gekopiert und gepaste. Nee, aber machst du dann also die Reinzeichnung auch Copy und Paste? Oder? Manchmal. Oh. Also öfters. Also wenn es sich anbietet, sag mal so. Es bietet sich bei dir immer an. Du kannst, hättest doch eigentlich so ein Lapinot-Charakter schon vorzeichnen können und so, weil der sieht doch auch immer gleich aus. Merkt doch keiner. Das stimmt. Immer reinladen. Denn. Deshalb ist Lapinot jetzt bestimmt auch auf digital umgestiegen, dass er einfach mehr Copy and Pasten kann. Deswegen kommt Lapinot auch bei dir im Comic so oft vor. Ich paste nämlich aus seinen Comics. Muss ich dann eigentlich morgen hier dieses ganze Video noch mit Shownotes unterlegen, damit ihr auch wissen, worüber wir reden? Oder gehen wir davon aus, dass... Mach, wie du Zeit und Lust hast. Ach so, weil kein Mensch weiß, wer Lapinot ist. Zum Beispiel. Ja. Lapinot wohnt in der Stadt, aus der dieses Bier herkommt. Bamberg. Ja. Ja. So ist alles spiegelverkehrt bei mir, wollte ich nochmal sagen. Ah, Lapinot, ich weiß, wo du wohnst, nämlich in Bamberg. Pass auf. Nein, eigentlich kommt er aus Stegauchach, das liegt bei Bamberg. Darauf klingt legen die sehr so viel Wert, glaube ich. Klingt auch schon so. Das ist, ja, derjenige fühle sich begrüßt. Dimitar zeichnet übrigens auch, aber er ist nicht dabei. Aber ich glaube, später müssen wir nochmal Gäste dazu nehmen. Er hat sogar eine Frage gestellt. Ja. Oh. Wolltet ihr schon immer Comics zeichnen? Dimitar aus Bielefeld auch. Görlitz. Görlitz kommt der Dimitar. Görlitz muss man wissen. Leserbrief Nummer 1. Von Dimitar. Dimitar aus Görlitz fragt: Wolltet ihr schon immer Comics zeichnen? Jojo, was sagst du? Ich sag nein. Sonst hätte ich nämlich sowas auch studiert, zumindest in die Richtung. Das kann man ja gar nicht studieren. In Frankreich vielleicht. Naja, aber du kannst ja Grafikdesign studieren, oder? Was völlig anderes. Das ist ja. Naja, aber Flix und so hat das doch auch gemacht und ja, ist Comiczeichner geworden. Ja, die Studiengang. Was Flix macht. Also. Wie, was Flix macht? Das klingt so negativ. Das sind doch keine Comics. Aber das ist gut, wir müssen auch so ein bisschen für böses Blut sorgen, dann gucken die Leute das ja. Natürlich. Ja, noch Werbung machen für unsere Kumpanen. Ich hätte zum Beispiel Ralf Rute. Aber ich glaube, ich habe gerade in den Videocast geschnupst. Hey, unsere Zuschauer wollen aber auch sehen, wie du textest. Das gehört schon dazu. Ja, also schon, man sieht es vielleicht, wenn man in Photoshop auf T drückt, kommt ein Tool, da kann man so Kästen aufmachen. Wirklich interessant. Das ist ein bisschen kritisch bei Zimmer, weil sein Comic wird ja nicht morgen dann hochgeladen noch dazu. Dann kann man, wenn man eine Katze hat, kann man die so über die Tastatur laufen lassen. Ah, ich verstehe. Und dann muss man nur noch die Schriftart ändern, ein bisschen kleiner machen. Ja. Also ist das eher Zufall, was bei dir so entsteht? Das habe ich mir schon gedacht. Riesige genau. Glückssträhne. Genau. NYDID. So hat man in den 90ern geredet, glaube ich. Genau, so, also das sind so Abkürzungen. Ich weiß nicht, vielleicht, Jojo, du warst ja da auch ungefähr Kind. Oh, jetzt wird's persönlich. Kann man dann hier so Sprechblasen drunter? Knorke musst du reinschreiben. Knorke. So hat man damals geredet. Wieso machst du eigentlich keine Comics über deine Zeit, Tim? Die 2000er. Ja. Und nimmst unsere coole Generation hier, um dich so darzustellen. Nee, das ist ein bisschen auch der Sache geschuldet, dass ich damals ein bisschen hinterhergehinkt bin, was so Konsolenspiele anging. Und deswegen glaube ich,
Also, ich war ungefähr in dem Alter und hatte Konsolenspiele von vor. Also, die waren da schon nicht mehr so richtig in. Deswegen ist es eigentlich meine Jugend. Aber es könnte auch deine sein können. Was ist dann wie alt dann? Von was für Konsolen reden wir hier? So der erste Nintendo. Okay. Nintendo hatte ich zum Beispiel nie, wollte ich immer. Weil als ich klein war, habe ich die super Gelegenheit verpasst, mit einem Nintendo 64 aufzuwachsen, weil es war genau das Alter. Ja. Ja, doch, den hatten wir auch schon. Also Nintendo 64. Ich hatte erst einen Gamecube. Ich hatte nie Retro. Game One Podcast. Tim und Jeff. Reden über die 90er. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, was war denn hier auf so einem Schulhof? Fleischwurst auf Schwarzbrot. Was, ne? Da ist gar nichts gewesen. Guck mal, hier vielleicht so ein Blumenbeet oder so. Ach so, was da war? Naja, Asphaltboden halt. Ja, genau. Was da Asphaltboden war, und eine Skaterrampe hatten wir, die war aber kaputt. Aber die gab es noch nicht in den 90ern, oder? Auf Schulhöfen. Was denn? Skaterrampen. Ja, das war 99, also nicht. Das sind nicht die 90er, Jeff. Ich weiß es nicht, ich bin so jung. Marianne jetzt. Wirst du von deiner Freundin gedisst? Ja, die macht live im Internet, Jeff. Ja. Stimmt, schaust du es noch selber dabei mit Verzögerung dann? Gar nicht. Siehst du, jetzt gibt es hier eine Szene, die hätte ich, wenn mir niemand zugucken würde, wahrscheinlich einfach gecopy-pastet. Ihr habt schon einen guten Einfluss auf mich. Aber du bist doch auch zu schnell. Julio ist zu schnell, weil er einfach die überlegene Technik besitzt. Ohnehin. Schiebt nicht immer auf die Technik. Die macht gar nichts. Beim Stein. Ich zeichne alles mit der Maus, das weißt du. Keine. Ja, bin. Sitzt jetzt neben mir und schaust es. Ja. Da musst du aber leise sein. Ich bin noch leise. Okay. Und du musst hier auffüllen. Dann darfst du auch noch welche. Jetzt ist Zahnputz schon vergangen. Nein. Kannst du nochmal neu kostieren. Ich glaube, ja. Tim, wir können aufhören. Das wird die Marianne und Jeff Show. Ich finde das super. Aber du musst mich dran erinnern, weil sonst vergesse ich das. Ja, dann vergesse ich dann auch. Marianne, nutzt doch die Gelegenheit. Also, ich hörte es ja nicht, oder? Ja. Genau. Genau, Marianne. Das wollte ich dir gerade suggerieren. Nutz doch die Gelegenheit. Sei doch mal Jeff. Mal in sein Comic ein wenig herum. Ja, kann ich machen. Es wird ihm gut tun, glaube ich. Er hat seinen Stift mitgenommen. Nein! Nein! Er ist so schlau, der Chef. Was ist denn hier passiert? Ja, also für alle, die es nicht wissen, Marianne ist des Webcomics hin. Und Girl, super Elfchen und Heikos. Ich glaube, Marianne ist sozusagen unser erster Gast, würde ich sagen, oder? So eine Art Dauergast. Dann. Der erste und ständige Dauergast. Ja, genau. So wie bei irgendwelchen Sendungen sind auch mal Gäste immer da gewesen. Wo war das? Talkshows zum Beispiel. Nee, es gab so. Wetten, das da immer mal gewesen. Jetzt stimmt doch überhaupt nicht. Doch, immer. Das ist meiner. Der Baum müsste eigentlich so in der Mitte stehen mit so einem hässlichen Holzkreuz drumherum. Das ist ein Holzkreuz. Da keiner raufklettert zum Stellen. Ah, okay. Achso, nee, der steht an der Wand. Ich glaube, der ist auch schon tot. Der sieht schon gar nicht so scheiße aus, der Schulhof. Zeig mal deinen Schulhof. Sag mal was, damit du einen Schulhof siehst. Ne? Tauschen wir auf Pokémon-Karten? Oder ist das zu null? So, und du musst solche Springkästchen auf dem Boden zeichnen, weißt du? Das macht man doch immer bei Schulhöfen. Ja, genau, das kommt. Oh Mann, ey. Gutes Klischee auch. Und warte mal, der Dimitar hat eine Frage gestellt, ob wir in Originalauflösung zeichnen. Tim, zeichnest du in Originalauflösung? Ich zeichne. Fürs Web, fragt er noch. Ich kann es euch ja mal vorführen. Also, das ist jetzt 600 dpi. Ich auswählen vorab. Würde sagen, das ist, also wenn man mich als Miniengestalter fragt, das ist genau richtig, weil das nachher ein Graustufenbild wird. Im Druck jetzt. Im Miniengestalter. Genau. Im Druck ist der eigentlich sogar zu viel. Nee, das geht. Also wenn es eine Strichzeichnung wäre, müsstest du das 1200 haben.
Aber das ist beim Scannen immer, aber ist es beim Drucken auch? Mhm, ja, für den Druck auch, genau. Also ich zeichne auch schon mit harten Kanten. Ich radiere nicht mit harten Kanten, sehe ich gerade, das ist ein bisschen blöd. Aber ich zeichne mit harten Kanten und dadurch ist es dann ganz einfach. Beantwortet ihr eigentlich die Fragen aus dem Chat da? Ja, das macht er gerade. Und fürs Web zeichnest du ja 72 dpi, also ich mache fürs Web nur 72. Fürs Web zeichne ich, glaube ich, in 300 oder so. Das ist, also man könnte es drucken, wenn man denn wollte. Meine Comics sind so angelegt, dass man es nicht drucken könnte, wenn man wollte. Das ist schön. Bei mir genauso. Ich zeichne knapp doppelt so groß wie original dann zu sehen im Web. Ja, aber ich meine, da fällst du doch dann regelmäßig auf die Nase, weil du gibst da auch diese Kopierheftchen drauf. Na und, das sieht das halt so aus, wie da, wo es herkommt. Ich richte mich doch nicht nach Druckkonvention, dieses veraltete Medium. Aber du nutzt es. Du nutzt es eigentlich. Aber nur diesen Anachronismus. Nutzt diesen Anachronismus. Wenn es nach mir ginge, müssten die alle im Internet schauen, aber das machen sie ja nicht. Ich möchte meine auch nie. Meine sind undruckbar auch sowieso. Stellt wieder eine Frage. Sehr fleißiger Fragesteller. Von Max Weding gelesen? Nee, habe ich noch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe auch keine Lust. Oh. Erzähl uns doch, was da drin steht. Ja, schreib mir mal rein hier. Wer ist denn Max Wähling? Das ist der von Conny, die Vampirjägerin oder so. Ja, ich interessiere mich für die anderen Leute, Tim. Ja, ich weiß auch, was das ist. Den okay, Namen hätte ich jetzt nicht gekannt. Ist okay, ihr habt die Ehre dieses Podcasts gerettet. Du liest wohl keine anderen Webcomics, Tim? Ich kann gar nicht lesen. Oh Mann, jetzt mach den Link. Ich klicke mal drauf. Das ist die Krux. Lies mal vor, Jeff. Ja, okay. Zusammenfassend. Nee. Doch, lies mal vor, ich kann das auch nicht sehen. Das ist voll lang, ich zeig dir. Überhaupt nicht lang. Dreadful Game. Marianne liest es auf dem anderen Laptop vor. Was? Nein, du musst ja wissen. Nicht, worum es geht, keine Ahnung. Irgendwie unwichtig, glaube ich. Es geht halt um Webcomics. Und um das Comic. Und das Comic. Die Zukunft im Webcomic. Und Tim. Comic. Ja, 2013. Was ja, das ist. Das finde ich nicht. Mein Webcomic ist schön und gut, aber ist dann nicht irgendwie eine sinnvolle Bezahlmöglichkeit besteht? Nee. Oder habe Geld verdienen. Letztens diese Mega-Diskussion gehabt auf Shogun. Ja, oder natürlich irgendjemand. Er findet irgendwas anderes, wovon ich leben kann. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir wollen die immer Geld, wenn ich mir so Nahrungsmittel aus den Läden mitnehmen will. Nee, hier ist das nicht so. Mir werfen sie alles hinterher. Ja, ich weiß. Ich kriege ja für meinen Blog auch 1000 Euro im Monat. Wegen den ganzen Google AdWords, oder? Ja, und auch, weil immer Schleichwerbung eingebaut ist. Ach so. Gleichwerbung für das Wort Ja. Ja-Produkte von Rewe. Als einmal davor kommt als Nein. Wir haben jetzt schon Produktplacement gemacht in der ersten Sendung. Achso, ja. Ich habe hier, guck mal, ein Gameboy. Nintendo, gib mir bitte Geld. Aber, und auch, was ich lobenswert finde, ist, dein Blog ist einer, glaube ich, gepasste einzige deutsche Webcomic-Blog zur Zeit, der so irgendwie modern ist von Webdesign her. Ich habe mir extra Mühe gegeben. Ja, aber es ist ja nicht mehr lang so, wenn meiner dich übertrumpft. Oh, stimmt, du lernst das ja jetzt auch, ne? Ich kann es jetzt alles. Und dann sieht Jojo alt aus, also noch älter. Ja, da musst du mit leben. Also ich meine, wenn du das selber nicht so oft thematisieren würdest. Nee, ist es auch ist okay, ich kokettiere ja damit. Ja, das passt schon. Das ist gut. Habe ich nicht verstanden. Ja. Wir werden uns diesen Artikel mal studieren und dann zum nächsten Mal ausgiebig, genau. Ja, als Hausaufgabe. Ausgiebig diskutieren. Ja, da haben wir auch, genau. Nachbereitung zu heute und Vorbereitung zum nächsten Mal. Wie ist denn das Sendeschema geplant? Was schlagt ihr vor? Das Sendeschema ist täglich, glaube ich. Es wäre machbar, wenn ich zeichne ja jeden.
Ich weiß nicht, vielleicht so wöchentlich, wenn wir das durchhalten? Oder zweiwöchentlich? Immer Donnerstag. Ich finde wirklich ein bisschen zu viel. Es darf nicht so viel sein. Wie oft machen das Zwerchfell? So einmal im Monat vielleicht? Ja, keine. Einmal im Monat, vielleicht zweimal im Monat, wenn es hochkommt? Ja, Webshows allgemein, wenn die länger sind, kommen nicht so oft raus, glaube ich. Da müssen wir nur lustiger sein. Ich meine, ich hätte auch immer Lust, das so ganz oft zu machen, aber ich glaube, das nervt dann die Leute. Wir generieren ja mehr so optischen Content eigentlich, deswegen geht es, glaube ich, einfacher. Also ich meine, wenn Jeff macht ja eh sein Tagebuch und du auch und ich finde auch immer irgendwas, was ich zeichnen kann. Aber du magst. Deswegen könnte man das auch öfter machen. Man muss ja nicht irgendwie über ein Thema reden oder so, man redet ja dabei sowieso. Ja, wir können uns ja das nächste Mal auch so ein Themenpapier noch bereitlegen, weißt du? Da bräuchte man aber schon so einen Moderator, der so ein bisschen drauf guckt, dass man nicht so zu sehr abschwuft. Ja, wir können auch dann neue Gäste einladen. Ich finde es komisch, dass auch, das war ja alles öffentlich auf Twitter, was wir die ganze Zeit gemacht haben und es ist nie wieder drauf angesprungen. Jetzt stürzen sich die Leute doch auf umsonst Publicity. Ein bisschen ungewohnt schon gerade. So, ihr hört zu, Marianne sitzt mir im Nacken. Ist ein bisschen anders als sonst. Nein. Doch, hier. Nein. Guck mal, hier ist das Wort, glaube ich. Oh, wir haben eine Frage von außerhalb. Und zwar, wie? Wo kommt die her? Achtung, 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 Kritzelkomplex fragt, arbeitet einer von euch an dem Borkum-Sintik? Kann das was? Überlege es mir zu holen. Wo hat er es gefragt? Frage ist direkt bei Twitter. Und das beantworte ich mit... Wie kann ich mein Bild... Ah, da. Ja, ich. Yeah! Ich habe halt auch Rede mir nicht rein. Jeff! Das war vom Sintik die Rede, nicht vom und dem Vorgänger. Tschüss! Ja, ich arbeite damit und es ist toll. Es lohnt sich. Kauf das. Es ist toll. Ey! Voll cool, man kann auch andere Sachen freigeben. Ich kann zum Beispiel auch das Fenster Lautstärke-Mixer freigeben. Awesome. Da habe ich mich schon immer gefragt, wie du deine Lautstärke misst. Ich benutze immer nur 5er-Schritte. Das ist mein Geheimnis, weil alles andere mich aufregt. Jeff ist auch so ein bisschen Monk. Was ist Jeff? Monk. Monk? Ach so, der Monk, ja. Ihr guckt viel zu viel Fernsehen, habe ich euch das schon mal gesagt? Ja, wir? Ich schaue auch überhaupt kein Fernsehen. Ich bin einer von diesen Nutzern, die behaupten, sie hätten keinen Fernseher. Ja. Und bei mir stimmt's. Bei mir stimmt es auch als Konsolenmonitor. Ja, ich habe auch keine Konsole. Oh Mann, ich wäre echt gern schneller beim Zeichnen. Das muss ich irgendwie nochmal lernen. Hier, 6 Spielzeug auf meinem Monitor. Zeig mal nochmal. Stell den Wecker. Du zeichnest das oder was? Ich binde ein Foto ein. Das macht man als Webcomic-Zeichner heutzutage. Das habe ich auch gemacht vorgestern. Ja. Ja, dein Handy-Hintergrund. Ja. Sieht sehr schöner Handy-Hintergrund. Ja. Marianne liest jetzt Bone Volume 3. Ich habe noch nicht einen Bone gelesen. Ich habe auch nicht alle gelesen. Ja, ich weiß. Ich weiß, das ist schlecht, Tim. Das war mit das Erste, was ich gelesen habe. Das war auch einfach. Sogar Nadine hat das gelesen und das will was heißen. Ich habe mal reingeguckt, aber irgendwie hat mich das nicht... Ich habe das in meiner Kindheit schon gelesen, weil es das in der Bibliothek gab bei uns. In der Bibliothek gab es auch Maus. Das ist total abgefahren gewesen. Ja gut, Maus ist aber auch so ein Standardding. Das hat ja... Aber nicht... Weiß ich nicht. Hat man ja als Bibliothek. Weiß ich nicht, ich bin keine Bibliothek. Oder nicht? Also ich weiß, Marianne, dass sie studiert ist ja. Die studiert das ja, Maus. Gibt es in der Bibliothek immer Maus? Natürlich, sagt sie. Ich meine, aber wenn die einen Comic haben, dann haben die immer so Tim und Struppi und so. Ja. Ja. Jeff, der Arm ist gut, lass den jetzt so. Nein, du musst noch unten raus ein bisschen mehr. Wir finden ein Adjektiv.
Jetzt kommt voll Brainstorming. Jojo braucht, also Jojo meint ja vorhin eine Knorke. Knorke? Knorke. Für was brauchst du denn ein Adjektiv? Die Knorke ist halt so Klischee. Das ist ein geiles Videospiel. Also geil sagt man nicht. Sagt man nicht. Weißt du nicht, dass sie es damals gesagt haben? Ja. Abgeschisselt. Abgeschisselt, ja. Das hat man 99 auf Schulhöfen gesagt. Ich glaube, nicht um 99, es geht mehr so um 90. Ja, ich weiß, aber Jeff kommt auch aus den 99ern. Ja, nur schwarz sind alle. Abgeschisselt gesagt. Denke ich mir gerade alles aus. Abgeschisselt. Abgedrizzelt. Wahrscheinlich war damals cool das coole Wort. Cool? Cool. Aber das versteht ja keiner, weil es heute immer noch ein Wort ist. Du wärst SpongeBob-Korall. Ich kann uns ja unsere Zuschauer helfen. Also geil. Twittert Wörter für geil aus den 90ern. Vielleicht ist es ja wirklich geil. Mit dem Hashtag, was hatte ich gesagt, Webcomic-Pit. Ja, aber selbst wenn es geil wäre, das versteht ja auch wieder, das ist ja dann kein Witz, weil das heute auch noch alle sagen. Ich glaube, es ist relativ egal, weil also die Zeit ist auch nicht so wichtig, weil die Story kann gar nicht woanders spielen als in dieser Zeit. Ja, aber es ist dann so ein lustiger kleiner Neben. Aber es muss doch authentisch sein, Tim. Ja, das fügt schon eine Stimmung hinzu. Du musst dir schon was meine auch. Vielleicht hat man es ja gesagt, aber es ist halt wahrscheinlich ein Wort, was man heute noch benutzt. Ja, darum musst du halt überlegen, was man jetzt nicht mehr benutzt. Kinder auch heute noch benutzen. Kinder benutzen heute wahrscheinlich auch geil. Swag. Swag, genau. Ja. Das ist morgen, ne? So, ich fange jetzt auch an zu texten. Wie weit seid ihr? Ich fange gleich an anzumalen. Haben wir irgendein Ziel heute? Ich meine, also. Muss da fertig werden, Tim. Muss alle Seiten fertig haben für Mondo. Ist auch so doof bei so einem Livestream. Jetzt sehen die alle meine Rechtschreibfehler, die ich reinbaue. Wie schlecht ich eigentlich schreiben kann. Wer korrigiert das dann bei dir? Nadini oder? Nadine liest zumindest immer Probe, aber ich glaube mehr auf Lustigkeit und ob sie irgendwie komisch dargestellt wird. Ja, das ist das Wichtigste. Marianne beschwert sich immer, wenn sie nicht komisch genug dargestellt ist. Was? Sagt sie immer, was? Sie möchte noch irgendwas auch immer Lustiges sagen oder so. Oder sie möchte mehreren vorkommen oder so. Sie möchte mehr drin vorkommen. Wer ist sie denn? Deine Freundin oder was? Schreibt man Beate Use mit H oder ohne H? Google es doch einfach. Och, wenn ich euch mal an der Hand habe. Mit. Ey, ganz ehrlich, Jeff, jetzt hat er mal uns Porno-Experten hier. Ja, das stimmt. Mit H. Also bei Use, bei Beate ohne H. So wie Usedom, nur mit H. Und ohne Dom. Ja, genau. Ungefähr so. War Beate Use nicht die erste Frau in dem Flugzeug oder sowas? Beate Ja, genau. Die erste Frau. Auch. Na, ernsthaft. Ich weiß, was der immer so sagt. Ja, genau. Jeff, genau so war. Wir blamieren uns hier. Ja, Webcomic-Zeichner sind alle so. Das stimmt. Garantiert, wir können auch wetten. Ich google das. Flugzeugfrau. Wenn du verlierst, musst du die Hälfte deines Comics nochmal löschen. Die war einfach nur Pilotin, nicht die erste. Nein. Jetzt musst du deinen löschen, Jeff. Jeff, lösch. Ich will sehen, wie du das löscht. Ja, sie hat irgendeinen Rekord oder so aufgestellt. Ja, ja, genau, Jeff. Jetzt rausreden. Erste Frau im Flugzeug. Irgendwas war besonders daran, dass sie Pilotin war. Ich glaube einfach nur, dass sie Pilotin war, oder? Karriere als Pilotin. Ah, Jeff, ich habe gestern, es interessiert wahrscheinlich Jojo nicht. Danke. Sehr gut. Ich habe Montag unseren guten Freund Sami getroffen. In Berlin? In Berlin. Zufällig? Nee, beim Comic-Stammtisch. Ach so, okay. Und das macht er gar nicht. Das ist ja jetzt gut, das können wir auch jetzt. Das ist ein richtiger Insider, der jetzt in diesem Podcast erwähnt werden kann. Ja, für alle, die es jetzt nicht wissen, Sami Schaller ist großartiger Schauspieler und Puppenfilmregisseur. Ja.
Er hat auch schon in einer McDonalds-Werbung mitgespielt. Das ist seine, wahrscheinlich seine, dem nicht, größten Publikum bekannte Rolle. Ich weiß nicht, ob man darauf so stolz sein kann. Gegenüber Uli Hoeneß. Stimmt, Uli Hoeneß. Ja. Die hat er eingebracht. Und hat er dann irgendwie Comics mitgebracht, oder? Er hat mir irgendwas empfohlen und hat mir Punchdrunk abgekauft. Ja. Gibt es das eigentlich schon in Comicläden? Ich war mit Nadine ja letztes Wochenende in Dresden und da hatten die das nicht. Da musst du mal nachliefern. Schande. Tim. Ja, das ist komisch. Also ich weiß auch nicht so genau. Ich glaube, Zwerchfeld hat da ein bisschen Mist gebaut. Vertrieb oder der Vertrieb hat Mist gebaut. Oder öffentliche Kritik. Ja, auf jeden Fall öffentliche Kritik, weil Amazon kann es irgendwie nicht liefern. Da läuft auf jeden Fall irgendwie was schief. Ich weiß nicht, wer geschlampt hat, aber geschlampt, oder? Wir haben uns nämlich auf jeden Fall gleich ganz entrüstet gezeigt, dass das nicht zu haben war. Ja, und jetzt bestellen sie es, oder wie? Ich hoffe. Ja, gut, ist doch gut. Ich habe es mir auch im Internet bestellt. Im Internet? Ja, selbst im Internet kriegt man es ja nicht. Was, nicht mal bei Amazon? Nee, Amazon hat es nicht auf Lager. Aber günstig ist es. Ja. Schön preiswert. Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann es nur jemand ans Herz legen. Kauft euch das. Aha. Auch ein gutes Weihnachtsgeschenk jetzt. Ja. Oh, Weihnachtsgeschenk kommt ja auch noch. Also, Weihnachtsgeschenke, da kommt ja auch noch was von uns. Oh ja, genau. Das können wir ja beim nächsten Mal vorstellen. Das können wir. Wisst ihr denn irgendwas, was ich noch nicht weiß, oder? Das ist, wir haben es schon gesehen. Auch, aber da denkst du gerade nicht dran. So. Eine von Sarahs signierten Büchern war ja heute oder so bei eBay drin für 800 Euro. Das habe ich auch entwickelt gesehen. Sich schon was in der Szene. Das habe ich auch gesehen. Aber hat es nicht gesagt, dass die Verkäuferin das nur wegen irgendwas reinstellen musste, weil sie das jemandem versprochen hatte? Ich habe mich da nicht weiter darüber informiert. Dass gar nicht wollte, dass das verkauft wird. Total nicht. Ja, Schande. Also Punchdrunk ist noch nicht drin für 800 Euro. Also wenn ihr es seht, kauft euch ruhig. Für 800? Auch für 800 Euro würde ich sagen. Das ist, wenn du mir die wiedergibst, können wir es machen als Marketing-Gag. Ja, genau. Da, Hauptsache Verkäufe werden in die Höhe getrieben. Nee, ich kann, also wenn du dir das kaufst, dann kann ich dir für 800 Euro da rein signieren. Ja, das ist eine gute Freundschaftspreis. Haut immer alles drauf. So, ich werde dann übrigens fertig. Wie weit seid ihr? Ich habe zwei Panel geschafft. Zwei Panel habe ich skizziert. Aber die sind fast druckreif. Ich habe vier Panel gemacht quasi. Und eins davon sogar bunt. Nicht schlecht. Wir müssen nicht warten, bis ich fertig bin, weil ich muss auch noch texten. Das dauert auch noch ewig und so. Die Leute stellen überhaupt keine Fragen. An der Mitarbeit müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ja, viel zu unkritisch. Wir müssen was verlosen vielleicht irgendwie. Und die Zuschauer sind aber wieder gestiegen. Man darf Gast sein in der Sendung. Und so viele Fragen stellen, wie man möchte. Wer will denn mit uns Gast sein? Wir brauchen auch so eine Houseband. Ich dachte, ja, bist genau. Du mit deiner Gitarre. Ja. Ja, wir brauchen wirklich so eine Houseband, die so zwischendurch mal so Tunes einspielt, wenn Werbung kommt bei uns. Wenn Werbung kommt, das kommt ja dann in Zukunft, nach der erfolgreichen Pilotfolge. Wenn wir Werbung einsprechen für unsere Sachen. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wir machen das nächste Woche weiter. Okay. Jojo ist müde. Nee, ich weiß nicht, wir haben ja alles besprochen. Ja, es ist auch schon eine ordentliche Länge jetzt irgendwie. Das stimmt. Und die Nadine, die möchte ja auch wieder ordentlich ins Internet gehen. Ich gehe das alles weg. Schön Dorf-Internet. Warte, wir müssen noch Tschüss sagen, oder? Ja, wir müssen uns selber wieder freigeben. Oh, wie geht das? Irgendwie auf Bildschirm freigeben klingen. Oh, ich habe mein... warte mal. Ah, okay. Ah, ich glaube, wir müssen... Ja. Man muss noch uns selbst kritisieren. Ich glaube, das macht man heutzutage. Ich habe tatsächlich gar nicht so richtig darauf geachtet, worum es in deinem Comic geht.
Bei Jess geht es wahrscheinlich darum, wie er irgendwie am Rechner sitzt. Ja, bestimmt. Und, um 6 Spielzeug ging es bei meinen, habe ich doch vorher gesagt. Ja gut, aber also da habe ich jetzt kein, kein Happy End oder so. Ich meine, nee, es gibt ein Happy End sozusagen. Ich habe ein Ende damit erlebt. Ja. Das ist doch spannend dann. Dann kannst du es auch morgen gleich, wenn du aufstehst, nachschauen. Und dann Wettkalender. Ich werde es vorspeichern. Du bist auf, oder wie? Was? Du bist morgen früh dann Korrektur gelesen auf deinem Blog, oder wie? Ja. Dann darfst du deine Kritik darunter schreiben. Okay. Das ist schwer. Das müsste ich jetzt heute noch vortexten. Okay. Also das nächste Mal müssen wir mehr vorarbeiten, glaube ich. Genau, also das werde ich mir mitnehmen fürs nächste Mal. Meinetwegen in einer Woche. Okay. Dass man mehr sich vorbereitet, auf jeden Fall. Ja. Ja, dann mache ich mal Übertragung beenden. Okay.